Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Staffelbach im LS19 am Donnerstagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, wir sind zurück auf der Staffelbach und ja, ihr seht, es ist heller geworden hier. Ich habe die ein oder andere Laterne oder Flutlicht, so heißt richtig, nochmal dazu hin platziert. Und deswegen haben wir auch ein bisschen weniger Geld, glaube ich, so 1000, 2000 Euro hat es, glaube ich, ausgemacht. Allzu viel habe ich nicht platziert. Und ja, ich habe es dann erst gesehen, dass ich da hinten auch noch welche platziert hatte. Also da, wo die Hänger standen und so weiter, waren schon welche, aber die habe ich in der Eile einfach übersehen. So, jetzt waschen wir unseren Steier noch ein bisschen grob ab. So, der Schwader, ja, der kommt morgen früh wieder in Einsatz. Ich habe mir überlegt, ob ich vorspulen sollte und den Graswachstumszustand einfach auf ausmache. Kann ich ja alles im Menü machen, was wachsen soll und was nicht. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist dann auch wieder viel zu viel Aufwand. Und es wird zwar reell, weil in einer Nacht wächst das Gras zwar nicht, wächst das Gras nicht nach, aber es ist ja kein richtiges Realismusprojekt in dem Hinsicht. Deswegen habe ich es jetzt einmal gelassen und gesagt, nee, wir nehmen es so wie es ist Nacht und wir müssen dann halt eben in der Nacht spielen. Aber ich mache mal ganz kurz hier Hecklicht an, so. Und sehe nämlich überhaupt nichts. Eigentlich hätten wir das Licht hier drin, ist glaube ich auch an, aber es ist einfach so, wie sagt man, so schwach, dass es jetzt nicht so viel bringt. Ja. Und jetzt hinten ein bisschen, deswegen haben wir nicht ganz gerade hinbekommen, aber mehr oder weniger gerade. Und ich glaube, das passt. So, dann schnappen wir uns mal die Paresse. Jetzt war ich gerade mal kurz am Überlegen, ob wir wirklich alles geschwadet haben, aber. Doch, haben wir schon, doch, ja, haben wir schon, weil, jetzt halt wieder das gute altbekannte Problem rauskommen. Ein bisschen ungesund aus hier. So, einlenken, ja. Wenn man keine Eile hat, geht alles. So, ich presse jetzt draußen hinten, machen wir wieder aus, weil wir jetzt dann gleich wieder auf der Straße sind und das blendet dann die Autofahrer. Das hat dann nicht ganz so optimal. Eben, ja, hier habe ich jetzt den Lichtplatz in der hinten beim Seedmaster, wo man dann, wenn es wieder ein neuer Tag da ist, auch mal in Betrieb bringen können. Denn dann haben wir ja Weizen in Hülle und Fülle. So, ich fahre jetzt auf unsere Wiese und da können wir auch wieder die Arbeitsbeleuchtung anschalten. So, ich klappe die schon mal auf hinten. Zack. Das nochmal. So, auf die Wandierung umrichten. So, da haben wir den Lichtknopf. Passt. Dann schalten wir die an, runterlassen. Und da haben wir auch schon die Grasschwad aufgenommen. Ich mache jetzt nochmal Fernlicht an, da sehen wir ein bisschen mehr. Hier auf dem Feld stört es ja keinen, macht ja nichts aus. Auf der Straße natürlich dann eben nicht. Ja, da drüben ist glaube ich immer noch nicht reif. Ich könnte jetzt dann gleich nochmal nachgucken, aber ich möchte gerne von der Steigung weg sein. Weil ich muss es sich schon gerade hart tun. Und in der Steigung dann losfahren ist dann noch schlechter. Und schwieriger. Und das sind wir oben, das passt. Gucken wir mal ganz kurz nach, weil ich würde sie tatsächlich interessieren. Nee, ist immer noch im Wachstum, okay. Das heißt, jetzt können wir spätestens dann morgen wieder, wenn auch die Wiesen wieder alles nachgewachsen ist, mähen. Kein Problem. Wir werden auch morgen wahrscheinlich ein bisschen früher starten. Was heißt ein bisschen früher? Also die. Oder was ich sage immer morgen, aber morgen ist ja dann eigentlich wieder die morgige Folge. Aber ich meine, wenn ich morgen sage, meine ich in dem Zusammenhang eben dann den nächsten Tag im Game. Jetzt bin ich halt immer überlegen, wenn ich jetzt da zurückschiebe, fahre ich wahrscheinlich was kaputt, oder? Fahre ich was kaputt? Das ist die Frage. Ich glaube, ich fahre nichts kaputt, oder? Muss ich mir dann gleich nochmal schnell angucken, ansonsten diese kleine Spur, die fällt dem Ganzen nicht auf. Und wenn wir halt eben drehen müssen, dann müssen wir drehen. Steier. Kack bitte nicht ab. So. Oh Gott. Einmal kurz nach hinten geguckt und dann sind wir schon wieder auf der falschen Bahn. So, warte, jetzt gucken wir nochmal schnell nach, ob wir was kaputt gefahren haben. Nee, das sieht eigentlich alle noch relativ normal aus.
Nee, ich glaube, wir haben. Oder? Hier? Nee, ist nur ein bisschen Gras, was ab ist, aber. Okay, ich weiß nicht, kann man Luzern überhaupt kaputt fahren? Weiß ich jetzt gar nicht. Also, der Meinung nach war ich, man kann es glaube ich nicht kaputt fahren, weil. Hier auf dem Berg oben ist ja noch relativ hell. Aber wir sind ein bisschen im Tal, da ist es schon noch, einiges dunkler. Ne? Wobei der Himmel eigentlich immer heller ist als wie der Rest. Ja, genau, was ich vorhin sagen wollte, wo wir mit dem Xeron reingefahren sind und getestet haben, ob man es denn mähen kann. So. Sind wir auch mit den Reifen ein Stückchen drin gefahren und es ist auch nicht kaputt gegangen. Anfangs dachte ich, ja okay, wahrscheinlich weil der Xerion konvertiert ist. Ich glaube zumindest, dass er konvertiert ist. Und da dachte ich mir, ja, das wird wahrscheinlich daran liegen. Aber die Presse und der Traktor ist auf jeden Fall aus dem 19er. Oder frisch für den 19er gemacht, sagen wir so. Und das normale Gras kann ich kaputt fahren, aber Luzerne nicht. Das heißt, ja. Ne, hätte ich mir eigentlich denken können, der Xerion, wenn ich jetzt mähe, kann man ja auch was kaputt fahren wie hier vorne, das heißt, der hat auch Zerstörung. Das heißt, die Gedanken hätte ich mir eigentlich schon gleich mal aus dem Kopf schlagen können. So, wo ist die andere Bahn? Da ist die andere Bahn. Das ist eigentlich keine richtige Bahn, das ist eigentlich nur ein Streifen, vom Frontlehrwerk noch übrig geblieben ist. Aber es sieht eigentlich aus wie eine Schwarte, also bezeichnen ihn als einfach mal als eine Schwarte. Glaube ich, hier vorher liegt noch, genau, ein bisschen was liegt hier noch, habe ich doch noch richtig gewusst. Das nehmen wir mit, ist kein ganzer Ballen geworden. Aber gut, hier oben auf der Ebene kann ich auch alle wieder ausmachen, da sind wir auch wieder um einiges wendiger. Aber ich weiß gar nicht, macht es im LS was aus? Ich glaube nicht. Aber in echt, dann macht man eigentlich, wenn man Kurve fällt, alle da raus. Oder eigentlich bin ich ganz sicher, wenn man es nicht unbedingt braucht, wenn man die Ebene fährt, lässt man es normalerweise aus. So. Das passt. Bremsen. Dann schieben wir mal. Oh, ich glaube, da könnte sein, war am Ballen. Ich fahre jetzt einfach vorwärts. Nicht, dass wir den hier irgendwo hinten reindrücken. Das war kein Ballen, okay, gut. Ich hätte gedacht, die haben einen leichten Ruckel gespürt, aber da bin ich anscheinend getäuscht. So. Ja, alles. Oh Gott. Nur ein bisschen zurückfahren. Alles haben wir jetzt nicht mitgenommen. Ein kleines Stüppelchen liegt da vorne noch, aber da bleibt dann für den nächsten Tag hier im Game liegen. Hm? Habe ich jetzt gerade. Ich dachte, ich hatte den noch oben gemacht, habe ihn jetzt voll runtergelassen, aber anscheinend doch nicht. Ja. Das heißt, wir können das Stückchen, was wir vorne nicht mitgenommen wurde, doch mitnehmen. Oh Gott. Das ist aber leicht suboptimal. Und ja, viele liebe Grüße an meinen Kollegen, der gerade in den Bergen Urlaub macht. Ich hoffe, du hast schöne Tage dort. Ich sage jetzt auch nicht wo und bis wann und wie er ist, aber liebe Grüße. So, ich glaube, wir haben hier alles. Wow, sieht auf jeden Fall relativ gut aus. Das heißt, wir können die Presse ausschalten, zusammenklappen. Wähle ich sie jetzt nicht, weil wir haben nur eine ganz kleine Überfahrt. Das heißt, ich werde hier auch nochmal die Arbeitsbeleuchtung anlassen. Auto kommt gerade eh keins, das heißt, wir stören kein. Oh, ich hätte die einfach fast verpasst. Oh, da sind wir schon wieder. Das heißt, anmachen und runterlassen, ich blinke noch. So. Ich guck gerade ein bisschen, ich muss mal dann zählen, weil wir haben ja diese Felder, oder die Wiesen, so, wir haben ja die Wiesen gedüngt diesmal. Da muss ich jetzt mal gucken, ob die, wie viel mehr Ertrag die jetzt, ob sie jetzt, sozusagen, ob sie mehr Ertrag geben, also mehr Ertrag im Sinne von mehr Ballen als vorher. Da muss ich dann mal gucken, ob mir da was auffällt oder ob es euch dann auffällt,
dass wir nochmal mehr Ballen haben. So, ich muss da nochmal zurücksetzen, damit wir alles mitbekommen. So. Ab wo haben wir die Schwad begonnen? Okay, wir haben die Schwad ab da begonnen, wo ich hinten hingeblieben bin. Aber mir interessiert jetzt trotzdem, wo bin ich da gerade angekommen? Ah! Oh, ich glaube, das hätte der Presse nicht ganz so gut getan. Wenn, ja. Der eine Ball, was eigentlich raus sollte, wieder reingedrückt wird. So. Gerade die Pedale ein bisschen Feuerstrang gehabt. Da haben wir jetzt mal schnell anders hingeschoben, dass es ein bisschen bequemer ist für mich. So. Das passt doch hier. Haben wir noch ein Schwarz? Haben wir jetzt gerade gar nicht geguckt, aber ich glaube, einen in der Mitte haben wir noch. Ja, genau, einen in der Mitte müssten wir eigentlich noch haben. Oder täusche ich mich? Doch, normalerweise haben wir doch, sind wir doch normal mit dem Schwader lang gefahren, oder nicht? Genau, hier ist sie. Die habe ich da vorher immer nur nicht beachtet oder gesehen. Aber ich habe an sie dran gedacht. Das heißt, wir haben sie jetzt auch mitgenommen. Da ist sogar noch mal ein Ballen fertig geworden mit der Einbahn. Das ist doch super. Ich werde trotzdem hier kurz mal die ausschmeißen, wenn einer da war, weil ich möchte kurz mal durchzählen, wie viele hier liegen. Also A Nummer 1, Nummer, ich habe die eigentlich rausgeschmissen. Warte mal, so, jetzt müssten sie irgendwie rausfallen. Also nochmal, Nummer 1, ah genau, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, da vorne liegt Nummer 5. Okay, 5 Ballen. Wenn wir jetzt, ich habe jetzt nicht geguckt, wo wir von einer Wiese fertig geworden sind, wie viel Prozent jetzt da noch drin war, oder Ballen technisch. Aber wenn wir jetzt einfach mal 2 oder 1 weg tun, dann haben wir hier trotzdem 4, 3 Ballen, 4 oder 3, so. 3 oder 4, so, jetzt haben wir es mal, was sagt man, 3 bis 4 und nicht 4 bis 3. Ja, also wenn man jetzt einen Ballen wegrechnen würde, dann ist auf jeden Fall ein Ballen mehr geworden. Muss ich mir dann in der Aufnahme nochmal genauer angucken, wie viel Prozent ich da drin hatte und ob wir ein bisschen mehr Ballen runterbekommen haben. Auf jeden Fall, die Presse ist jetzt so gut wie leer gewesen. Hinten war, habe ich auch alles rausgelassen. Und dann gucken wir jetzt auch mal, wie viel von dieser Wiese hier runterkommt. Ich glaube, beim letzten Mal waren es so um die, lass ich rechnen, da waren es 3, ja, glaubst du um die 9 Ballen. Also 2 Dreier Stapel haben wir auf jeden Fall gehabt, auf der anderen Wiese waren auch 3, das heißt einen weg. Dann hatten wir, ich glaube 3 Dreier Stapel hatten wir dann drauf von dem Feld, von dieser Wiese, wenn ich mich nicht täusche. Das würde heißen, wir haben 9 Ballen vorher mal hier runter bekommen und mal gucken, wie viele jetzt dann drauf liegen. Kann man ja auch dann easy zählen beim Beladen oder beim Ballenwickeln, eins von beidem. Im Prinzip könnt ihr eigentlich jetzt parallel auch schon den Steier hier pressen lassen und ich würde nebenbei Ballen wickeln, aber durch das, dass wir hier die Wiese selber gemäht haben, wird es ziemlich schwierig werden, weil der CP-Kurs wird natürlich auf jeden Fall anders laufen, als wie ich meine Wiese hier gemäht habe. So, ich muss wieder ein bisschen aufpassen, damit wir nicht zu weit runterfahren, deswegen fahre ich hier so und dann einmal rückwärts. So. Dann schiebe ich jetzt auch mal ein Stückchen zurück, damit wir dann da hinten ungefähr wenden können. Ich hoffe jetzt nur, oh, ich glaube, da waren Ballen. Ja, da waren Ballen. Da tut mir natürlich jetzt leid. Und da ist schon die Schwad bisschen zu weit rückwärts geschoben. Ich dachte, ich könnte jetzt schön hier wenden, aber vorne war es, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen zu schmal. Ich versuche es einfach jetzt mal hier. Ja, knapp. Aber ganz vorne wäre es kritisch gewesen. Meines Erachtens. So.
Meine ich nur, wenn man jetzt hier so guckt, hier ist doch gar nicht so dunkel, oder? Aber wenn ich jetzt darüber gucke, ist es schon dunkel. Ja, okay, es liegt wahrscheinlich daran, weil da hinten der Berg ist und hier das weiter drüben liegt und der dann noch ein bisschen drüber scheint. Dreschli Sonne. Und dann die Helligkeit vom Mond. Wenn ich jetzt so wieder gucke, dann ist es auch hell. Na egal. Da hinten sehe ich ein Auto. Oder die Autolichter. Auf jeden Fall flackern. Aber sieht man doch auch weit, muss ich sagen. Oder halt einfach so wie in echt. So, passt. Da können wir dort hoch. Warte mal, hier liegt noch ein bisschen was. Dort nehme ich schon mit. Oh, ein paar Lieder nehme ich gerne mit. Ich kann auch noch mal schnell runterlassen. Ich sammle zwar nicht alles, aber was mir, wenn ich die nächste Bahn so auf dem Weg liegt, nehme ich doch gerne mit. So, zack, Bahn. Und da liegt auch schon die letzte oder vorletzte. Ne, ich glaube die letzte schon. Und dann haben wir es pressen dann auch schon gleich wieder da drüben noch. Eine Wiese und dann haben wir es auch. Das heißt, wir können uns dann gleich mal ins Ballenwickeln machen und die dann noch verladen und auf in die BGA rein und dann kriegen wir um. Ah, doch noch zwei Bahnen, okay. Genau, hier vorne vorhin gerade wieder mal zu Ende geredet und dann kriegen wir unser Geld um Mitternacht. So, genau, da liegt die letzte Bahn. Hoffe ich jetzt mal, dass die letzte ist und ich jetzt nicht noch wieder eine übersehen habe, aber da müsste ich mir schon, stark blind gewesen sein, wenn ich jetzt keine hier gesehen hätte. Und das soll jetzt kein Hate an die Leute sein, die wo blind sind, also die wo wirklich nicht sehen. So. Hier haben wir mal wieder. Oh, warte, ich möchte gerne die restlichen Ballen da hinten drin rauslassen. Das heißt, wir schieben noch ein bisschen zurück. Bis hierhin würde ich sagen, passt. Schalten wir mal aus und dann machen wir die raus. Ja, ich glaube jetzt. Dann müssten sie eigentlich alle. Eieieiei. Da war ein bisschen zu weit gefahren. Aber ich habe zum Glück noch rechtzeitig vorgeguckt. Da sind wir nur minimal runtergerutscht. Also ich habe hier so eine scheiß Schnacke in meinem Zimmer, ne? Bei dem Aufnahmebüro, Gaming-Zimmer, wie auch immer man dazu sagen will. Ja, ich weiß, dass ich keinen Zugang zu dem Land habe. Auf jeden Fall, er hat mich voll ins Handgelenk gestochen. Oh. Ich frag mich ja, wie die das geschafft hat, weil das eigentlich mit der linken Hand, mit der wo ich eigentlich lenke. Ah, die hat mich da wirklich gestochen. Ein bisschen Wellen gefahren und da ein bisschen mehr linken. Ich dachte, hier könnte ich jetzt schön entspannt lang fahren. Aber muss ich dann doch noch mal etwas nach links lenken. So, passt. Das hier bleibt liegen, weil ich das nicht aufsammeln kann. Blöderweise. Oh, die Wiesen da, da gerade über uns, neben unserer Wiese, die werden schon lecker, ne? Das werden schöne große. Mal gucken, wir haben jetzt knapp noch 76.000 mit der nächsten Ernte. Vielleicht, weil der Schweinestall ist voll, da brauchen wir jetzt gerade kein Geld mehr für ausgeben, für Tiere momentan auf jeden Fall. Und
Ich glaube, dann wird das nächste Geld in eine neue Wiese fließen, weil es ist momentan doch unsere Haupteinnahmequelle mit Silagefallen. Da werden wir uns schon die BGA gekauft haben. Und wahrscheinlich werden wir auch mal wieder eine Hexe im Feld zum Hexen ansehen. Weil ich habe jetzt einmal Weizen gemacht, dass der Boden wieder ein bisschen Nährstoffe versorgt wird und nicht so stark ausgelockt wird, also wie mit Mais. Und da können wir eigentlich, da sich eigentlich schon wieder so weit erholt hier, dass wir mal wieder Mais ansehen können. Mal gucken, ob wir dann eine volle Mais Runde machen wollen, aber die Frage ist halt, ob sich es lohnt. Bei Jan und Felder sind eigentlich zwei Bahnen, oder auf jeden Fall das Kleinste ist auf jeden Fall zwei Bahnen und da ist, glaube ich, der Jaguar durch mit dem Feld. Und ja, mal gucken. So, jetzt gucken wir mal, alles draußen. Ja, hängt noch ein bisschen schief da, aber ist draußen, das passt. Fahren wir noch ein Stückchen und dann können wir das eigentlich zusammenklappen. Denn wir sind mit dem Pressen, soweit ich sehe, fertig. So, das heißt, wir machen das Licht aus und das an. Da kommt ein Auto, wir sind immer noch vorfahren. Dann kommt noch ein LKW, ein bisschen warten. Wobei, ich wäre eigentlich rausgekommen. Komm, aber nach dem Auto geht's. Ja, okay. Geh auf alle Steuer. So, und da ist schon wieder der nächste. Also, ich okay, nachdem wäre es gegangen, aber. Nee, nee. Wir haben es ja geschafft. So, aber ich fahre jetzt gleich mal hier rein. Dann kann ich das nämlich mal zeigen, dass wir hier auch mal reinfahren, wie das dann aussieht. Wenn wir denn hier reinkommen, ja, geht. So, hier habe ich jetzt ein paar hinplatziert, die ein oder andere Flutlicht hier auch beim Seedmaster, damit man hier schon was sieht hier vorne, dass auch das Silo da drüben anstrahlt. Und ja, ich glaube, der Hof ist jetzt relativ gut beleuchtet soweit. Und auch wenn es Nacht ist, finden wir am Hof noch alle Gerätschaften, die wir benötigen. So, dann brennen wir hier mal. Zack. Und machen den Steuer mal ab, weil der kommt jetzt dann gleich vor den. Oder jetzt bin ich gerade überlegen. Soll ich mal. Welche Reifen haben wir denn dort? Dann nehmen wir den Premium, kommt. Dann fahren wir mal wieder dem Johnny gespannt. Dass ihr den Premium dann auch wieder zu Gesicht bekommt. Und dass er nicht die ganze Zeit nur in der Halle steht, weil jetzt sind wir knapp zwei Folgen lang. Ja, das waren zwei Folgen eigentlich. Nur mit dem Steier gefahren und. Ich möchte hier auch mal ein bisschen Markenvielfalt zeigen. Das heißt, einmal Klaas, einmal Fendt, einmal Johnny und einmal Steyr, wo wir halt am Hof haben. Aber die Presse müssen wir mal schön waschen. Der Steyr ist schon, ja, ich glaube, relativ gut sauber. Da brauche ich nicht mal die Taschenlampe anmachen. Wir haben ja so eine gute Beleuchtung, das passt. Und genau da hinten, Schröter wird jetzt auch schon von einem Fluglicht beleuchtet. Dann sieht er in der Nacht auch, wo er hinrennt. Eigentlich brauchen wir am Hof gar kein Licht mehr, oder? Nee. Das fällt eigentlich überhaupt nicht auf, wenn wir hier Licht anhaben oder kein Licht. So, das war ein bisschen zu steil angefahren, weil wir müssen das so. Und jetzt dann hier rein. Es war, nee, wir müssen noch ein bisschen steiler anfahren. Wobei ich hatte eigentlich vorwärts reinzufahren und die dann rückwärts reinzuschieben, habe ich mal gesagt. Das werden wir auch machen, weil das wird mir hier eine zu enge Geschichte. So, vorne haben wir angenehm Platz zum Drehen. Mit ihm. Abbremsen, damit wir nicht zu schnell reinfahren. So, genau. Es gibt halt irgendwie einen Schatten, aber ich glaube, der kommt von dem Gelaub, was hier reinhängt. So. Ja. Ja, das geht. Und man sagt, wir kommen da zu nah an den Wänden dran, aber das. Ja, wir sind doch zu nah an den Wänden dran. Mist. Zuerst, wir fahren nochmal vor. Man muss jetzt aber genau gucken, wenn wir jetzt hier reinkommen.
und nicht noch 5 Stunden rumwurschteln. So, jetzt haben wir aber genügend Platz, um auf den Wender, wenn nötig, rauszufahren. Um aber, glaube ich, längere Zeit momentan nicht brauchen, weil wir haben ja noch gut Ballen im Lager. So, den Umläufer kann ich jetzt Ball auch ausmachen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, stellen wir den Kollegen zurück in die Halle. Passt. Motor aus. So, Vorwärtsgang nochmal rein und Handbremse angezogen. Das passt. So, dann schnappen wir uns gleich mal. Und dann den 6M hier. Dann mit dem. Hätte ich jetzt fast vergessen, aber wir müssen ja auch nochmal wickeln fahren. So, das heißt, dann konfigurieren wir wieder die breiten Reifen drauf. Dass er nicht, oh Gott, dass er nicht länger im Pflegebereifung rumeiern muss. So, zack. Ja, genau, den hätte ich gerne. Wir nehmen natürlich wieder Michelin. Ich finde mit Radgewichten, mir wurde ja gesagt Radgewicht, aber ich finde ihn da nicht mehr so süß mit Radgewichte. So, ist auch wieder schnuckelig. Ich muss sagen, das passt mir nicht so ganz. Ist noch alles so, wie es sein sollte. Ja, passt noch alles. Zack. Dann haben wir den Kollegen hier umkonfiguriert. Das passt. Zack. Gucken wir das wieder an. Motor wieder an. Den Frontlader machen wir auch gleich dran. Oh, geht. Ja, genau, denn wenn wir hier Ballen wickeln fahren, dann. Wenn der eine Ball nicht so richtig da liegt, wie es sein sollte, dann können wir den einfach mit Frontlader ranschieben und müssen nicht mit dem Traktor durchschieben. So. Oh. Ich glaube, ich sollte meinen Weichenstreifen von hier abkuppeln. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. So, das heißt, da fahren wir mal kurz hinter. Vorne die Spitzen klappen wir mal ein hier, wenn wir am Hof arbeiten. Oh Gott, den vergessen. Wenn man Rückwärtsgang drin hatte. Frontgewicht auswählen, zack. So, passt. Scheiße, diese Nullstellung, das passt auch. Vorsicht, Vorsicht. Steht unser Ballenwickler, den wir uns ja auch gekauft haben. Hat mich ein bisschen verschoben. Jetzt nur die Frage, kommen wir hier raus? Ich glaube, ich hätte den Frontlader doch nachher schauen sollen. Wäre, glaube ich, nicht ganz so schlecht gewesen. Wenn wir voll einlegen, damit wir hier mit dem Traktor rauskommen. Okay, und hinten bleiben wir hängen. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal, hallo. So. Ja, okay. Leicht angeregt, aber wir sind rausgekommen. Nicht ganz so optimal, aber können wir jetzt auch nichts machen. So, Licht an, das passt. Auto kommt keins, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil der Frontlader steht doch ein bisschen weiter vor. So. Falsche Ansicht. Dann klappen wir das Teil nochmal aus. Und dann fahren wir auch schon zum Ballen. Und wir sind aber auch für heute schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann am Morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Schlappenbach im LS19. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Donnerstag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. Das mit dem Ball noch vorne runterkriegen. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.